Machen wir es kurz und schmerzlos. Heute vor 20 Jahren genau, am 4. August 2001, war einer der schlimmsten Tage in meinem Leben. Es ging um Beruf. Ich war verviertelt, verdrittelt, nein, verzweifelt war ich. Ich wusste nicht mehr, wie es jemals in meinem Leben weitergehen sollte. Und in dieser Verzweiflung ging ich wie in Trance durch die Stadt und endete letztendlich bei einer Frau, die ich eigentlich überhaupt nicht mochte. Nein, aber sie war die einzige, die ich damals kannte und mit der ich reden konnte. Und diese Frau war schon ewig in Hartz IV, oder wie soll man sagen. Also sie hatte keinen Job. Sie war beruflich noch schlechter dran als ich. Aber ich wollte mich bei ihr ausheulen. Und schließlich schrieb ich das hier in mein Protokoll. Haltet die Luft an, haltet die Welt an und haltet jetzt das Video an. Nun, habt ihr es gelesen, was ich da geschrieben habe? Danach kamen nochmal zwei schlimme, richtig schlimme Wochen, die dann mit der Kündigung in der Bank endeten. Und im Prinzip war das der Anfang der Glückseligkeit, was ich aber damals überhaupt noch nicht wusste und nicht ahnte. Und heute sage ich, ja, ich hätte eigentlich schon ein Jahr früher aufhören können. Das wäre noch besser gewesen für mich. Für mich. Ja, auf rund 250.000 Euro habe ich geschissen. Aber es war trotzdem das Beste, den Beruf. Und damit auch das Geld einfach aufzugeben. Einfach nur gut zu leben, so wie ich leben wollte. Ein schönes, ruhiges Leben zu führen und mich nicht mehr mit Beruf auseinandersetzen zu müssen. Ja, das war richtig. Aber ich würde nie anderen Leuten raten, es genauso zu machen. Auch wenn sie in derselben verzweifelten Situation sind, wie ich damals war. Und mein Chef sagt dann immer, so guckt er immer, das muss man mal machen. Das ist ihr Beruf. Ach, und falls sich da einer gewundert hat, wer da an der Decke baumelt, ja, das ist der hier. Dafür konnte ich eben basteln, nachdem ich den Beruf aufgegeben hatte.